Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Heroes and Generals. Wie ihr vielleicht auf YouTube mitbekommen habt, bin ich gebeten worden, mal wieder Videos hochzuladen. Im Moment habe ich leider nicht die Zeit, die ich gerne aufbringen würde, um euch neue Videos zu präsentieren. Habt also bitte ein Nachsehen, dass das im Moment nicht mehr ganz so regelmäßig stattfindet, aber wie das so schön heißt, Real Life geht vor. So, heute möchte ich euch im Bereich der Infanterie Fahrzeuge präsentieren. Ich hoffe, dass das auch dann mit den Kampfmodi so passt. Zum einen hätten wir den M29 Wiesel, das ist ein Kettenfahrzeug, das ursprünglich für die Schlachten in Skandinavien entwickelt wurde, aber dann im Laufe des Krieges durchaus auch wesentlich vielseitigere Bedeutung erlangt hat. Ihr habt hier eine beträchtliche Kapazität, Truppen zu transportieren. Ich gucke gerade mal, ob man. Naja, hier können wir raufgehen. Und könnt auch entsprechend, wie ihr hier seht, Munitions-, Panzerabwehr- und Sanitätsnachschubkisten anbringen. Machen wir das mal direkt. Es gibt auch, wie ihr hier sehen könnt, unterschiedliche Tarnanstriche. Also Schwarz-Oliv, Ocker-Oliv und Schwarz. Ihr seht, genug Credits habe ich jetzt nicht. Dann machen wir das so. Okay. Ja, ansonsten reines Transportfahrzeug, keine Bewaffnung. Das ist der Unterschied zum Willis, bei dem ihr ja hier oben ein MG auflafettiert habt. Das habt ihr beim Wiesel nicht. Dann als zweites Fahrzeug möchte ich euch präsentieren den M16, das ein Halbkettenfahrzeug und schwer zu erkennen, mit einem Flak-4-Ling an Bord, 12,7 mm. Eigentlich zur Flugabwehr, also wenn ihr auf Karten spielt, auf dem der Gegner Flugzeuge hat und ihr nicht, könnt ihr die durchaus deponieren, die M16, um zu versuchen, den Gegner abzuwehren. Verwendbar sind diese Half-Tracks auch zur Infanterieabwehr. Der einzige Nachteil ist, ihr seht ja, wie das ganze Ding montiert ist, nämlich im hinteren Bereich des Half-Tracks. Ihr habt also keinen unendlich tiefen Neigungswinkel, was einfach hier durch die Bauweise und die seitliche und Heckpanzerung bedingt ist. Theoretisch konnte man früher in begrenztem Umfang auch die Panzerung also, naja, demontieren ist falsch, herunterklappen. Das gerade bei den deutschen Panzern war das auch der Fall, um den Wirkbereich etwas zu optimieren, beziehungsweise auch den Zugang zum Flak-4-Ling für Munitionsanreicherung und ähnliches. So, das funktioniert jetzt hier im Spiel nicht. Ihr habt also nur einen begrenzten Wirkbereich nach unten. Ein Tipp: stellt euch mit dem Heck an einen Hang abwärts und dann könnt ihr auch wunderbar nach unten wirken. Ja. Gut, also die beiden Fahrzeuge, ich hoffe, dass das auch funktionieren wird. Es gibt übrigens noch bei den Transportfahrzeugen, seht ihr hier den Lastwagen, Frachtlaster. Ja, keine Bewaffnung, dafür könnt ihr aber entsprechend auch hier wieder Nachschubkisten hinzufügen und ähnliches. Ja, allerdings auch hier komplett ohne Bewaffnung. Deswegen immer überlegen, was will ich einsetzen. Und repariert wird. Können wir noch die Munition hinzufügen. Okay.
Also alternativ gibt es auch immer noch den M3A1 als reinen Truppentransporter, lässt sich auch gut irgendwo untergestellt platzieren, um den Vorstoß zu sichern. Und hier habt ihr auch wieder ein MG an Bord auflafettiert. Gut, was es dann noch gibt, da arbeite ich allerdings, wie ihr seht, dran, ist noch das Amphibienfahrzeug, also ein schwimmfähiges Fahrzeug, mit dem ihr auch durchs Wasser fahren könnt. Medic Update gibt es auch. Okay. Und ja, diese Fahrzeuge stehen euch prinzipiell, wenn ich jetzt mal auf die Infanterie gehe, prinzipiell bei allen Fraktionen zur Verfügung. Also auch hier Sonderkraftfahrzeug 7.1 als Flak-Fahrzeug, dann der Laster. Ihr habt hier noch ein Kettenkrat zur Verfügung, ohne Bewaffnung. Allerdings mit erhöhter Transportkapazität gegenüber dem R-75 und auch hier ein Schwimmwagen. Die Russen. Brauchen wir wieder einen Infanteristen. Nochmal hier. Auch Amphibienfahrzeug. Dann seht ihr hier ein Kettenfahrzeug. Da haben wir es doch. T20, kleiner Schlepper. Auch zum Truppentransport in diesem Fall mit MG ausgestattet, aber reines Kettenfahrzeug. Motorrad und auch hier ein Flakfahrzeug. Vierfach PM neun, oder das M1910. Gut. Wir werden jetzt aber auf amerikanischer Seite spielen. Und dann gleich nochmal gucken, wer. Ah ja, da haben wir einen Irwin Moore. Okay, wir müssen erstmal einen Krieg beitreten. Okay, dann schauen wir mal. Wir greifen an gegen Deutschland. Beziehungsweise das eigentlich eher noch verteidigen. Ah, stimmt hier. Angriff, okay, die Deutschen greifen an. So rum. Sorry. Die Deutschen greifen an in Nantes. Wir verteidigen. Sieht auch logischer aus. Die Echo Line gehört den Deutschen gerade mal. Also theoretisch sollte das gut machbar sein. Haben sich noch nicht genug Nachschubpunkte gesichert. Umso besser für uns. Okay, wir gucken mal, wo wir hier. Können auf jeden Fall mit dem Wiesel spawnen. Also, wie ihr seht, drei Sitzplätze hinten drin. Keine Bewaffnung. Dafür natürlich schön wendig. Ihr könnt gut auf der Stelle drehen. So,
Echo 3. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, was ich eigentlich für Bewaffnung mitgenommen habe. Gut, mit Q gebt ihr übrigens als Truppführer Befehle und dann geht ihr entsprechend auf die Punkte, so wie ich gerade zum Beispiel, also hier, könnt ihr dann zum Beispiel angreifen mit dem Fahnenkreuz drauf auf dem Punkt, ansonsten gibt es noch zum Beispiel die Möglichkeit hier sammeln, könnt auch weiter vorgehen, das ist jetzt hier im Fahrzeug etwas schwierig, verteidigen gibt es auch. Da sind feindliche Fahrzeuge. Wir haben jetzt noch etwa 200 Meter. Wir können uns im Wald ein bisschen unterziehen. Karabiner. Super. M1903, okay. So, da sollte man natürlich auch vorher drauf achten, welche Bewaffnung man bei hat. Deutscher. Versuchen E4 einzunehmen. Also mal gucken, dass wir das verteidigen. Also ihr seht, ihr könnt jetzt hier auch Befehle geben, zum Beispiel verteidigen. Wichtig ist, dass man immer versucht, den Druck zu erhöhen auf den Gegner. Okay, dann schnappen wir uns, tauchen wir mal Richtung E4, E3, sorry.
Panzer. Alles klar. Wir sind ja gerade überall. So, gehen wir mal vom Diesel weg, neben Motorrad. Da sind wir auch relativ fix mit unterwegs. Vorausgesetzt, wir fahren unfallfrei. Jetzt holen die sich E3 zurück. Okay, die letzten 100 Meter. Versuchen wir dann irgendwie Richtung Echo 3 lebend zu Fuß zu erreichen. Haben wir. Dann gleich weiter. Die sollen sich jetzt nicht einbetonieren. Gleich wieder den Druck erhöhen. Also, das war gerade klassisches Beispiel für Querbewegung zum Feind. Was man normalerweise vermeiden sollte. Okay, den haben wir auch. Aber irgendwo ist hier noch einer. Vier. Ist klar. Die jetzt alle? Sieht so aus. Schon wieder drei neue. Ja, gegen die Wand. Und schön von hinten mit dem MG34. Alles klar. Gut. Was haben wir denn eigentlich? 3-3. Haben wir Echo 2 verloren?
So, jetzt geht es möglichst darum, schnell Ego 2 zu erreichen und zurückzuerobern. Deutschen werden natürlich. Ist voller Minen hier. Deutschen werden natürlich alles auf Ego 2 schmeißen, weil die sonst keine Spawnpunkte mehr haben. Ja, super. Stuck. Und ein Panzerkampfwagen 2, alles klar. Die haben ja so einiges aufzubieten. Schlacht ist von amerikanischer Seite relativ entspannt, weil, wenn ihr euch das mal hier oben anguckt, der hat noch Echo 2, Echo 1, also diese eine Linie. Und im Grunde müssen wir eigentlich nur den Druck auf Echo 2 erhöhen. Wenn es gut läuft, erobern. Wenn nicht, aber zumindest immer wieder Kräfte reinschmeißen, damit die Deutschen nicht zu Echo 3 vorstoßen können. Wichtig ist natürlich, nicht einfach nur den Druck zu erhöhen, sondern auch wirklich zu versuchen, den Punkt einzunehmen. Denn sonst passiert sowas wie jetzt. Dass man nämlich plötzlich den nächsten Spawnpunkt verteidigen muss. Den haben sie wieder. Okay. Alles klar. Der Ansatz war da.
Panzerkampfwagen. Das ist natürlich schwierig hier, gerade so ein bisschen auf der Map. Ah, der hat mich wohl gesehen. Oh Mann. Jetzt wird es langsam schwierig, weil die holen sich nämlich die Echo-Line hier zurück. Das gilt es zu verhindern. Ja, das war natürlich schön am Spawnpunkt und da ist ein Stück. Also ihr seht, das ist gar nicht so leicht hier vorzustoßen bei den ganzen deutschen Panzern. Jetzt lässt er sich hier auch noch sprengen. Hier.
jetzt erstmal auf die andere Seite. Versuchen, Code 3 zurückzuholen. Da wäre einer. Zumindest haben wir jetzt auch ein paar Panzer. Theoretisch. So, also wie es aussieht, scheinen wir zu gewinnen. Das ist etwas. Panzerkampfwagen von hinten. Wie schön. Gucken wir mal, ob wir hier einen anderen... uns mal hier durch die Büsche. Ja, danke. Vom eigenen
Panzer hin. Ja. Ja, fast vorbei. Aber ordentliche Verluste eingefahren hier. Okay. So, E4 haben wir wieder. Können wir nochmal den Druck auf E3 erhöhen. Dann sollte das eigentlich auch geschafft sein. So, haben wir ein bisschen was bekommen. Ist okay. Ja. Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken erstmal fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Infanterie ist halt immer so eine Sache. Verlustraten sind relativ hoch. Da hat man natürlich als Panzerfahrer durchaus bessere Chancen. Gut, wie gesagt, ich bedanke mich und dann freue ich mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.